Liebe Freunde der Sommerbühne, willkommen im neuen Video. Wir besuchen Curaçao, Bonaire, treffen auf wilde Tiere und besuchen das wunderschöne Aruba. Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben uns für ein Jahr Auszeit entschieden und versuchen in der Zeit die Welt um uns herum noch besser kennenzulernen. Kommt mit! B steht für Bonaire. Wir hatten als Liegeplatz den Ort Kralendijk. Wir haben uns als erstes auf einen Spaziergang gemacht entlang der Promenade und haben dort Geschäfte mit ihren Souvenirs und Kleidung bestaunt und haben auch gesehen, dass es dort entlang der Promenade kleine Bademöglichkeiten gibt. Ganz am Ende der Promenade befindet sich ein kleiner Strand. Dort konnten wir exotische Tiere und Pflanzen bestaunen. Unser eigentlicher Plan war es, sich mit einem Wassertaxi nach Klein Bonaire übersetzen zu lassen. Der Preis, egal wo, betrug 25 Dollar pro Person und Strecke. Das war uns zu teuer, also sind wir an der Promenade ins Wasser gegangen und haben dort geschnorchelt. Bonaire ist mit nur 288 Quadratkilometern die zweitgrößte Insel der Niederländischen Antillen. Die flache und felsige Insel hat 15.000 EinwohnerInnen und gilt als eines der schönsten Tauchreviere der Welt.
boss ass. Das rund 180 Quadratkilometer große Aruba liegt 25 Kilometer nördlich von Venezuela. Aruba ist die kleinste der ABC-Inseln. Die Insel ist neben Curaçao, Saint Martin und den Niederlanden eines der vier gleichberechtigten Länder des Königreichs der Niederlande. Auf dem Rückweg von unserem AIDA-Ausflug sind wir an dem wunderschönen, traumhaften Eagle Beach vorbeigekommen. Wir empfehlen euch die Fahrt dorthin. Direkt am Hafen befindet sich ein Taxistand, wo man einen Festpreis von $15 pro Fahrt dorthin bezahlt. Steht für Curaçao. Der Liegeplatz der AIDA war in Willemstad. Wir haben einen Spaziergang durch Willemstad gemacht und dabei die Königin-Emma-Brücke bestaunt. Das ist eine Pontonbrücke. Sie erstreckt sich über die St.-Anna-Bucht und verbindet die Stadtteile Punda mit landestypischen Läden und Otrabanda mit der modernen Shopping Mall. Spaziergang ging es zum Strand mit einem Taxi. Der Taxistand befindet sich an der Brücke im Ortsteil Pundra. Wir haben $5 pro Person und Strecke bezahlt für eine 10-minütige Fahrt. Wir sind zum Mambo Beach gefahren. Dort gibt es übrigens WLAN. Die Insel Curaçao ist ein eigenständiges Land innerhalb des Königreichs der Niederlande und liegt in der südlichen Karibik, nur ungefähr 60 Kilometer vor der Küste von Venezuela in Südamerika. Sie ist mit 444 Quadratkilometern die größte der drei ABC-Inseln. Das war unser großes ABC-Video. Wer möchte, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund!